Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Battlefield Play for Free. Ja, wir sind heute unterwegs mit Green Freak und zwar ein von ihm erspieltes Gameplay auf Basra mit seinem Engineer Green Freak, der jetzt schon Level 30 ist. Wir spielen die G53, für dieses Jahr vor ein paar Tagen den Code gab. Den ein Tagescode, genau. Ja, was soll ich groß sagen? Wir sind Level 30, also ich habe den jetzt nicht gespielt. Ich weiß, dass die G53 ziemlich abgeht, so wie er sie mir beschrieben hat. Dass sie viele Schüsse mal gehabt und deswegen auch nice zu spielen ist. Hier ist gleich unser erster Kill und auch gleich unser zweiter. Natürlich ohne Aufsätze, wie gesagt. Green Freak hat noch nie auch nur einen Cent ausgegeben und deswegen haben wir keine Aufsätze auf dieser Waffe drauf. Ja, es sind noch ein paar andere Leute mit im Game, die kenne ich jetzt aber alle nicht so. Und ich wollte auch eigentlich gar nicht so viel sagen, sondern mehr auf unseren Channel nochmal eingehen. Weil wir es jetzt ja mit Play for Free und Battlefield 3 und Weihnachten und so hatten, da wollte ich einfach nochmal euch ein kleines Update geben. Und da kam dieses Gameplay, das ihr mir gestern geschickt habt, ziemlich gut. Ja, ich spiele kein Play for Free mehr, ist leider so, ich kann es einfach nicht mehr. Also, ich krieg's einfach nicht hin, da richtig gute Games zu spielen. Das macht doch mir keinen Spaß. Ich reg mich die ganze Zeit nur auf über irgendwelche Payer, keine Ahnung. Und das macht einfach keinen Spaß. Und deswegen spiele ich jetzt Battlefield 3. Ich habe einen Battlefield 3 Clan. TNC, die Nougat Cuts, die Nougat Schnitten. Auf deren TS ich oft unterwegs bin und mit denen ich auch oft spiele. Ja, das bist du, Green Freak, du bist ganz toll. Und ja, das macht richtig Fun, mit denen zu spielen. Und ich da werden auch Videos folgen. Hier zum Beispiel 4 gegen 4, Squad Rush oder so ein Scheiß. Also sowas werden wir da machen. Bisschen auf Taktik gehen. Weil es einfach mehr Spaß macht. Ich meine, ja, ich habe gestern einen 64-Mann-Metro-Rush-Server gespielt. Und ich hatte eine KD von 136:6. Aber so viel Spaß macht es dann einfach auch nicht. Weil man halt die ganze Zeit nur da steht und mit dem M320 durch die Gegend schießt. Deswegen spielen wir dann eher kleinere Maps, kleinere Spiele, ein bisschen Rush, bisschen Conquest, so dass es halt schön zuzuschauen ist und auch ein bisschen Taktik noch dabei ist. Über den TS kommt es dann auch echt gut oder wir spielen mal, keine Ahnung, Operation Firestorm zu viert oder solche Sachen halt. Maxi spielt noch Play for Free und kann leider halt nicht aufnehmen wegen seinem Computer, kriegt aber, wie gesagt, zu Weihnachten einen neuen Computer. Wird dann auch Battlefield 3 bekommen und wird dann auch Battlefield 3 spielen, werden wir dann zusammen spielen und richtig schön viele Folgen machen. Kommt dann wahrscheinlich auch ins TNC-Clan, wenn er darf. Ja, dann spielen wir zusammen Battlefield 3 und ich hoffe, dass das dann ein bisschen besser wird. Also hier richtiges Lack gehabt mit der M9. M9 for the win. Den gekillt. Und jetzt haben wir weder Ammo noch Medic und das ist ziemlich nervig, weil Battlefield 3 findet die Leben ja immer mit der Zeit auf langsam und in Play for Free halt nicht. Ja, das Gameplay wird relativ gut auf Basra. Karkand Rush habe ich mal angespielt, habe mal, also ja, keine Ahnung, ein, zwei Games gemacht, muss aber sagen, dass es mir überhaupt nicht gefallen hat. Entweder liegt es daran, dass einfach Play for Free mir keinen Spaß mehr macht oder halt Karkand Rush, weil es war wirklich, naja, also bei Play for Free rege ich mich schon über eine 2er-KD auf und man wird halt nicht revived, man ist liegen, es ist wenig Action, sage ich mal, es liegen keine Minikits rum, es liegen keine Ammo-Packs rum. Die Leute sind halt einfach, also es macht nicht so viel Spaß. Da darf man jetzt auch, kann man drüber streiten, aber mir macht es einfach nicht mehr so viel Spaß. Es hat mir fast ein Jahr lang wirklich große Freude bereitet, hier Play for Free zu spielen und auch toll, wie die Resonanz auf unsere Videos ist, aber mittlerweile ist es leider so und es tut mir auch leid, dass für die ganzen Leute, die Play for Free sehen wollen, dass wir da nichts mehr machen können. Oder nicht mehr so, also halt nicht mehr so viel machen. Aber es ist jetzt halt so und da können wir jetzt leider auch nichts dran ändern. Das wird jetzt das Video Nummer 36 sein.
Vielleicht hauen wir dann noch ein, zwei Videos raus. Oh, ein Ammo-Pack. Ein Ammo-Pack. Biete das Ammo-Pack an. Also, vielleicht hauen wir dann noch ein, zwei Videos raus. Scheiß auf Range. Ja. Also, hauen wir dann noch ein, zwei Videos raus. Vielleicht machen wir auch mal so Fun-Video, Oman-Trolling oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Aber mehr werden wir dann... Lol. Werden wir dann auch nicht mehr machen. Wirklich ernsthaft, also viele Folgen gibt es dann wahrscheinlich nicht mehr. Über Battlefield Heroes könnte man sich nochmal überlegen. Eigentlich hätte ich da schon mal wieder Bock drauf. Ich bin nur leider total schlecht geworden in diesem Spiel, auch weil ich es halt lange nicht mehr gespielt habe. Vielleicht machen wir da auch mal wieder ein paar Videos mit unseren ganz alten Kollegen, die wir da haben. Aber das schauen wir dann mal. Ja, und dann fangen wir mit Battlefield 3 an. Dann fangen wir mit, Was wollten wir noch machen? Steht in einem Haus und spielt mit der SKS. So ein Pro. Mit was wollten wir noch anfangen? Egal, also auf jeden Fall kommen noch neue Let's Plays, auch zu neuen Shootern dann, weil wir haben dann ja beide gute Computer. Wir freuen uns schon auf unsere 1000 Abonnenten, die wir hoffentlich, wenn es so weitergeht, nächstes Jahr bald erreichen werden. Und da wird es auf jeden Fall auch ein fettes Special geben. Weil ich meine, hey, 1000 Abonnenten kommt, da kann man auch schon mal, also kommt 1000 Abonnenten, also ich meine, hallo, 1000 Abonnenten. Da kann man dann schon mal was machen. Und ja, das, da gibt es auf jeden Fall ein Special. Wir müssen uns noch überlegen, was. Vielleicht lassen wir auch voten, was es geben soll. Und dann schauen wir mal, was wir da machen können. Wird auf jeden Fall lustig. Und auch zu unserem... Schon wieder der. Und auch zu unserem TS-Server wollten wir nochmal Werbung machen. Weil da ist relativ, ja, es ist halt so die Standardleute. So vielleicht 8 oder 10 Leute sind jetzt drauf, die da wirklich regelmäßig drauf sind. Aber es könnten durchaus noch mehr Leute sein. Also wenn ihr Bock habt, mal mit uns zu spielen, Battlefield 3, Play for Free, keine Ahnung was. Play for Free spielen wir halt leider nicht mehr so viel. Da müssen wir mal schauen, dass wir vielleicht mal einen Termin aufmachen, wo wir dann zusammen Play for Free spielen. Aber spielen wir halt einfach leider nicht mehr so viel. Aber es gibt ja auch noch viele andere Leute auf dem TS, die Play for Free spielen. Also jetzt hier Green Freak oder Mr. P oder keine Ahnung, die spielen ja auch alle noch Play for Free. Und mit denen können wir dann auch mal spielen. Und ja, jetzt haben wir ihn endlich mal bekommen. Und er sagt jetzt, oh mein Gott, Hacker, Green Freak. Ja. Und wer ist noch drin? Sniper, Marine Soldier 555. Ist Mr. P, weiß gar nicht. Ja, doch, müsste Mr. P sein, glaube ich. Ich sag's jetzt einfach mal, das ist Mr. P. Und Maxi kommt nachher auch noch ins Game, den werden wir auch noch sehen. Aber wie gesagt, ich spiele halt überhaupt nicht mehr. Ich habe jetzt, seit es die Stats gibt, ich glaube, einen Tag, also 24 Stunden gespielt. Meistens auf Oman mit Maxi zusammen, Jet fliegen. Ich habe ein gutes Jet-Gameplay, da könnte man vielleicht nochmal eins raushauen. Wenn ich mal wieder schaffe, gut auf Oman zu spielen und nicht dauernd irgendwelche Leute in den Stinchern drin sitzen. Und ja, dann kommt vielleicht noch ein Oman-Gameplay. Und so bis Weihnachten ist es jetzt auch nicht mehr so lang. Und dann kommt noch Battlefield 3 und etc. pp. Und hier seht ihr das ganze im gegnerischen Team ist Kackerwurst 1, 2, 3. Nachgejoint. Nun gut. Und weil, genau, das wollte ich auch noch sagen, weil manche Leute uns auf unser Sprachpaket angesprochen haben. Ja, das updaten wir nicht mehr. Das Video gibt es zwar noch, aber es wird wahrscheinlich nicht mehr geupdatet, weil es einfach ein scheiß Aufwand ist und wir spielen ja eh kein Play for Free mehr. Und jetzt kommt gleich. Boah, hat er uns noch gekriegt. Ja, da war Maxi. Hallo Maxi, schön, dass du auch da warst. Also, wir spielen ja fast kein Play for Free mehr. Und dadurch, dass gerade so viele Updates kommen und es jedes Mal geupdatet werden muss, es meistens Probleme gibt, weil halt, manchmal ein Spiel noch installiert werden muss, wenn man irgendwas, also wenn man zum Beispiel ein Sprachpaket drin hat und dann gibt es ein Update und man versucht zu updaten und dann sagt er dir Fehler, Strings-Datei hat einen Fehler und wenn, selbst wenn du dann die originale Strings-Datei einsetzt, dann hast du immer noch den Fehler und kannst das Spiel gleich löschen und neu installieren. Das ist halt einfach ein bisschen blöd. Und deswegen lassen wir das, um euch da etwaige Dings hier zu ersparen. Genau. Aber wie gesagt, dann machen wir wieder mehr Battlefield 3 und
Da muss ich mich auch mal aufraffen. Ich spiele so viel. Ich habe jetzt schon über 100 Stunden gespielt. Aber ich muss mich aufraffen, da ein paar Videos zu machen. Weil einfach kommen die dazu. Ich spiele immer. Und dann denke ich, oh ja, das Game war ganz gut. Und dann habe ich halt vergessen aufzunehmen. Aber egal. Ja, das Game ist jetzt aus. Janu war auch noch im Game. Und dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Und schaut auf dem Channel vorbei. Und schaut auf Green Freaks Channel vorbei. Der jetzt schon über 70 Abonnenten hat. Und macht's gut und tschüss.